ein saukaltes Hallo aus der Ziegelei. Wow, Schnee bei uns. Das ist schon was Besonderes. Also rein in die warmen Klamotten und raus geht's. Dann starten wir mal Richtung Große Wiese. Hier sind ja viele Spuren. Könnt ihr erkennen, zu wem die gehören? Was für ein Tier die Spuren machen könnte? Und so viele mitten auf der Wiese. Ich könnte mir vorstellen, dass das die Kaninchen waren. Oh, noch mehr. Aha, Hinterlassenschaften von den Kaninchen. Der Beweis. Es gibt ja auch richtig viele Kaninchen in der Ziegelei. Da sitzt ja eins. Und wer ist hier lang gelaufen? So ganz gerade, mit kleinen Abdrücken. Und wenn man genau guckt, dann könnt ihr gleich sehen, dass über den Ballen kleine Krallenabdrücke sind. Und da gehen sie hin, in ein Loch im Boden, einen Kessel, einen Fuchsbau. Und was hängt hier im Baum? Genau, eine Nisthilfe für Gartenschläfer. Da sitzen die auch oft im Winter drin und machen ihren Winterschlaf. Hoffentlich schlafen sie auch da drin und sind nicht so wach wie diese beiden Gesellen hier. Geh mal weiter auf Suche, was wir noch für Spuren finden. Spuren, Hundespuren würde ich sagen. Ah, und Kaninchenspuren. Die kennen wir ja schon zur Genüge. Und wer macht hier solche Spuren? Die sehen ja auch merkwürdig aus. Wer steckt denn da dahinter? Könnte das vielleicht ein Specht sein? Ein Grünspecht, der hier genüsslich im Boden nach Ameisen sucht? Oder ein Rotkehlchen, was durch den Schnee hüpft? Es könnte natürlich auch eine Amsel gewesen sein. Mit den Vögeln ist das immer nicht so ganz einfach rauszubekommen. Oh, ich habe noch was anderes entdeckt, oben im Baum. Richtig, einen Eichhörnchenkobel. Aber Eichhörnchen habe ich hier draußen keine gesehen. Die scheinen im Moment entweder hier zu schlafen oder sie sind alle bei mir im Garten unterwegs. Ihr wisst ja, die mögen mein Vogelfutter einfach zu gerne. Oh, hier habe ich aber noch was entdeckt. Das könnte eine Hasenspur sein. Kein Kaninchen, sondern ein großer Hase. Ich habe nämlich einen wegkoppeln sehen, aber es nicht geschafft, ihn für euch zu fotografieren. Und das hier? Ja, das ist eine richtige Hasenstraße. Hasen scheinen auch immer die gleichen Wege zu gehen und dann ist das nachher so ausgetreten, dass man es gar nicht mehr richtig erkennen kann. Auch hier sieht man ganz viele Tierspuren übereinander. Richtige Trampelpfade. So, und weiter geht's. Ah, noch mehr Spuren übereinander. Erkennt ihr es? Mensch? Hund? Großer Hund? Kleiner Hund? Der Stiefelabdruck ist jetzt aber gut zu erkennen, oder? Ah, Menschentapsen. Ja, da kann man es auch wieder gut sehen, die Hundetapsen. Wenn da jetzt ein Fuchs wäre, wäre es schwer zu erkennen. Und, was könnt ihr noch sehen? Ja, ich glaube, da ist auch noch ein Kaninchen. Na, wohl doch nicht. Ja, stimmt, die Kaninchen sahen ja eher so aus. Also ich habe ja jetzt eher hauptsächlich Hasen, Kaninchen, Vögel und eine Fuchsspur gefunden. Mal sehen, was ihr alles entdeckt.
Möglich wäre natürlich auch ein Marder. Oder eben eine richtige Eichhörnchenspur. Mäuse? Das wäre schon richtig klasse. Und? Habt ihr auch so viele Spuren gefunden? Oder seid ihr einfach nur ein bisschen rumgerutscht? Macht ja auch richtig viel Spaß. Also, bis bald!